Wandfarben können klassisch gerollt oder mit einem Sprühsystem verarbeitet werden. Wir haben das Wagner Wall Perfect W665 mit Wandfarbe von Alpina für Sie ausprobiert. Fügen Sie der Wandfarbe 10 bis 15% Wasser hinzu und rühren Sie sorgfältig durch. Anschließend füllen Sie sie in den Behälter des Sprühgerätes. Drehen Sie das Saugrohr nach hinten und schrauben den Behälter auf den Sprühaufsatz. Das Drehventil für senkrechten Sprühstrahl in eine waagerechte Position bringen. Reduzieren Sie zunächst den Farbaustritt am Abzugshebel. Nun stecken Sie den Luftschlauch fest auf das Handstück. Wenn alles abgeklebt ist, schalten Sie das Gerät ein und bewegen das Handteil gleichmäßig waagerecht über die Wand. Halten Sie dabei immer den gleichen Abstand zur Wand ein. Anschließend das Ventil in senkrechte Position drehen. Wie hier in Zeitlupe gezeigt, bewegen Sie das Sprühgerät nun gleichmäßig von oben nach unten. Die Bedienung des Gerätes funktioniert nach einer gewissen Eingewöhnung problemlos.